vor allem die Offenheit in der Schule, also Transparenz. Wir verstehen das gerne in beide Richtungen, sowohl architektonisch als auch gesellschaftlich. Also Blickbezüge von innen nach außen, der Bezug zur Natur, die Orientierbarkeit in der Schule, weil ja doch eine große Spanne an Kindern sich in der Schule bewegt. Und für die ist es ganz wichtig, eben sich gut zu orientieren, sich aufgehoben zu fühlen und diese Transparenz zu spüren und auch leben zu können. Österreich ist bemüht, die Bauaufgabe Schule immer weiter zu entwickeln. Also im Moment versucht man, das Clustersystem zu optimieren. Clustersystem schaut so aus, dass meistens drei bis vier Stammklassen um ein gemeinsames Zentrum herum einen zusätzlichen Raum haben. Und dieser Raum, der kann entweder direkt im Unterricht dazugeschalten werden, man kann zwei Klassen miteinander verbinden, man kann die Schulklasse aufsplitten und verschiedene Lernräume anbieten. Wenn zum Beispiel eine Projektarbeit gemacht werden soll, dann sind diese Lernzonen zusätzliches Raumangebot. Die Bauaufgabe startet mit einem Wettbewerb im Idealfall. In Österreich ist es oft so, dass die Wettbewerbe offene Wettbewerbe sind und aus Sicht der Planerschaft und auch aus unserer Sicht ein sehr gutes Grundergebnis schon liefern. Also wenn mit so einem gewonnenen Wettbewerb in die Bauaufgabe gestartet werden kann, dann ist da einfach ein Basispaket da, wo sich die Stadt, die Gemeinde, der Bauherr und auch der Planer schon damit identifizieren können und aus unserer Sicht ein sehr gutes Startmaterial bietet. Das ist der Schritt 1 und dann gibt es halt die klassischen Vorentwurfs-, Entwurfs-, Einreichungsschritte. Hier ist die BIC eigentlich ein guter Begleiter, der durch den Prozess durchleitet und sehr starke Vorgaben, Qualitätsvorgaben auch intern hat. Schulgebäude sind für uns eine ganz wesentliche Bauaufgabe, weil gerade Schule ist so ein zentraler Ort, wo Gesellschaft passiert, wo soziales Miteinander gelebt wird. Und da spielt eben aus unserer Sicht dieses Schulgebäude wirklich eine maßgebliche Rolle. Man sagt immer gerne, der Raum als dritter Pädagoge und solche Dinge. Aber was wir eben sehen, diese gelebte Transparenz, die gelebte Wissenschaft, dieses Lernen, wie man miteinander, mit der Gegenwart, mit der Zukunft umgehen kann, also all das, das ist verpackt in dieser vermeintlich simplen Bauaufgabe Schule. Aber wenn hier Schule als Vorreiter gebaut werden kann und auch so gelebt wird, ist das aus unserer Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt für die Gesellschaft und auch für uns als Demokratie.